Ein Zechgelage des Sulzbacher Fähnleins von Hauptmann Stieber im 14. Jahrhundert, der Zeit Kaiser Karls IV., der böhmische König. Gezecht wird in der Landkutsche, dem herzoglichen Gasthaus. Zu sehen damals wie heute in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Hier erinnert alles an Kaiser Karl IV. Und das Böhmische Reich. Es war ja so, 1353 bis 1373 war Sulzbach, damalig Sulzbach, Hauptstadt Neuböhmens. Und wenn Sie nach Prag reisen, können Sie auch am Eingang, am Torbogen zur Karlsbrücke auch das Sulzbacher Wappen sehen. Ja, Sulzbach-Rosenberg ist eine Stadt in der mittleren Oberpfalz mit knapp 20.000 Einwohnern, mit einer reichhaltigen, wechselvollen Geschichte. Und diese Geschichte begegnet dem Besucher auf Schritt und Tritt. Schon allein optisch, etwa hier auf dem Schlossberg mit der größten staatlichen Schlossanlage in Nordbayern. Karl hat die Stadt Sulzbach, die er sehr gern hatte, wie er formuliert, immer wieder auf allen Gebieten gefördert. In der Kultur, im kirchlichen Bereich, wirtschaftlich. Hier im Schloss hat er eine Art Kaiserresidenz ausgebaut. Er hat hier groß umbauen lassen. Ein prächtiger Hofstaat wurde hier eingerichtet, um hier sich in Sulzbach es sich wirklich gut gehen zu lassen. Und Gutes tun, wie das Sulzbacher Stieber-Fähnlein bei historischen Stadtführungen anschaulich berichtet. Der Kaiser wird uns mit vielen Privilegien ausstatten. Es wird uns Zollfreiheit gewährt. Wir werden unter dem Schutz der böhmischen Krone und später auch unter dem Schutz des deutschen Kaisers stehen. Sulzbach wird er voranbringen. Wie das aussieht, kann im Stadtmuseum am Modell nachempfunden werden. In der Zeit des Kaisers Karls IV. Hat sich die Stadt wesentlich vergrößert und verbessert. Die bereits vorhandene Vorstadt ist noch größer geworden. Hier entstand das Neustadtviertel, das Bühlviertel ist angewachsen und später kam dann auch die Unterstadt, das Bachviertel dazu. Und es ist blühendes Leben reingekommen. Einblicke gewährt auch das Stadtarchiv, wo noch Originalurkunden aus der Kaiserzeit zu finden sind, auch die zur Zollfreiheit. Wir, Karl, tun kund, dass wir die getreuen, steten Dienste angesehen haben, die unsere lieben, getreuen Bürger von Sulzbach, uns und dem Königreich zu Böhmen, wohl tun. So gewähren wir ihnen die Gnade, dass sie frei und ledig von Zöllen fahren sollen. Ein anderes Privileg, das die Hauptstadt Neuböhmens vorangebracht hat, war das Ausrufen der Bergwerksfreiheit. Ein Schaustollen des Bergknappenvereins erinnert an die Zeit unter Tage, wo Brauneisenerz abgebaut wurde. Gut bezahlt, aber harte Arbeit. Was das Schlimmste dabei war, die Wassereinbrüche, das waren die Schlimmsten, was ich erlebt habe. Ich war Schießhauer, also das heißt Sprengmeister, und musste da, wenn er zum Beispiel so ein Ort angestanden ist, aus lauter Harterz, da mussten da Löcher reingebohrt werden nach einem gewissen System. Und dann wurde da gesprengt und dann lag das Material so da wie jetzt da auch. Und da musste man die Brocken einzeln in den Wagen da reinglauben. Wir haben ja also da das elektrische Licht. Normal haben wir nur dieses Licht, die Carbidlampe gehabt. Und da musste sich das Auge erst einmal daran gewöhnen. Die Schwierigkeit war vor allen Dingen immer den ganzen Ausbau und alles mit beobachten, wenn man da so gearbeitet hat, weil ja irgendwann eine große Gefahr, und das konnte so ein Wassereinbruch sein. Da kommen zig Kubikmeter Wasser und Schlamm da rein in diese Strecke und da muss man schauen, dass man um eine Ecke rumkommt, weil sonst hat man nur eine Möglichkeit, dass man irgendwie wieder davon kommt mit dem Leben. Ich bin dreimal um mein Leben gerannt und zwar war das einmal, da höre ich aber was rauschen. Da hat es einen Rumpler gemacht und dann hat man schon gemerkt, halt, jetzt kommt das Wasser angerauscht. Da hat man das gehört, das Laufen angefangen und gerannt ums Eck um mich.
Heute zeugt deutlich die Ruine des im Oktober 2002 geschlossenen Stahlwerks Maxhütte vom Niedergang der Bergbauindustrie. Doch die Stadt hat sich rasch umorientiert. Der Wandel von der Industriestadt zur Kulturstadt ist sehr erfolgreich vollzogen worden. Nicht nur, dass wir hier an die 12 Museen und museale Stätten haben. Sulzbach ist auch ein sehr, sehr bunter, illustrer Kulturstandort. Mit Höhepunkten wie das International Music Festival mit Weltstars beinahe jeden Morgen seit seiner Versetzung zur Kripo Temeswar vor 15 Jahren stand Johann Koch. Oder im Literaturhaus Oberpfalz Workshops und Lesungen renommierter Autoren. Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und mehr gibt es auch in der historischen Druckerei Seidel. Und viel Kultur bietet selbst die katholische Stadtpfarrkirche St. Marien. Sie wurde von Kaiser Karl maßgeblich unterstützt und mitgestaltet von den wohl berühmtesten Künstlern in der Barockregion Bayern-Böhmen, der Familie Asam. Im Jahr 1708 ist die ganze Familie, Vater, Mutter, Kinder, mit Sack und Pack nach Sulzbach gezogen. Vater Asam hat hier sein größtes und letztes Gemälde geschaffen, das Ölbild mit der Himmelfahrt Mariens. Himmlische Eindrücke also, auf Schritt und Tritt. Zu erleben in Sulzbach-Rosenberg, der einstigen Hauptstadt Neuböhmens, wo die Zeit Kaiser Karls IV. Noch heute gegenwärtig ist.